Hallo, hallo unterirdischer kleiner Fluss. Du bist ja niedlich. Lass mich dich mal angucken. Wie siehst denn du aus? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Kabel hier mir wegholen. Kabel, dann nehme ich auch mal ein bisschen Kabel eben in die Hand. Und dann kann ich mal gucken, ob ich überlege. Ich überlege jetzt, ob ich gucke, ob ich den Stein da oben, den Kabelstein da hinsetzen kann. Da kann ich kein Kabel hinsetzen, aber so. Okay. Uiuiui. Höhlen sind unheimlich dunkel, wenn man keine Fackeln setzt. Ich sei denn da hinten rechts irgendwo, da ist es aus irgendwelchen Gründen heller. Ich weiß aber gar nicht warum. Und hier liegt überhaupt nirgendwo gar keine Kohle in der Decke. Auch nicht in der Wand und ganz schon gar nicht im Fußboden. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwo auch ein Kohleflöz finde. Ich glaube, da hinten oben war irgendwo was da, wo die Erde auch schon, jetzt ist draußen auch schon dunkel, kann man das schön sehen. Da oben, da ist Kohle. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die Kohle denn auch noch hole. Erstmal geht es ja hier jetzt rechts lang. So, auch da ist irgendwie ein Wasserloch. Das müssen wir mal hier eben stopfen. Mit Nähzeug aus Cobblestone, da werden die Löcher gestopft. Und das ist auch gut so, weil sonst kann man nachher, wenn man fliehen will, muss man gegen Wasserströmung anfliehen. Das ist total bescheuert. Das geht auch gar nicht richtig. Das geht nicht. Ups, jetzt mal eben gucken, nicht, dass ich da aus Versehen herunter niedergeschossen werde. Ich glaube, hier möchte ich so nicht runter. Ich gehe einen anderen Weg. Bestimmt finde ich einen. Dafür kann ich dann aber jetzt da oben das Skelett mal eben kastrieren. Zack. Komm, Eierschuss. Einmal Eier treffen. Eier getroffen und jetzt in die Birne. Rübenschuss. Und trotzdem kriege ich von denen keine Rübe. Rübi-Karotti. Da mache ich mir mal ein Kabeltreppchen hin. So ist, glaube ich, gut. Und dann nehme ich mir wieder die Spitzhacke und mache hier alles weg. Zack. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Gab es eigentlich auch mal irgendwie so ein Ange, so ein Song, gab es doch da mal Kohle, 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 Kohle. Kriege ich nicht so gut hin. Bin nicht so der Musik-Sing-Mensch. Deswegen singe ich immer nur ganz wenig, was auch so besser ist. Hallo, Zombie. Du bist aber ein Süßer. Da war, da war irgendwas anderes noch. Da war, der hat irgendwas gedroppt. Der hat was ganz Komisches gedroppt. Ich hab da was gesehen. Ich weiß nicht, habt ihr das auch gesehen? Ich hab da was gesehen. Habt ihr auch gesehen? Jetzt muss ich erst mit dem anderen Zombie, mit dem bösen Zombie da, mit der auch, mit der muss ich jetzt kämpfen. Und die muss ich platt machen. Jetzt will ich aber gucken, habe ich nicht doch. Ach, ich dachte, die hätten eine Karotte getroppt. Ich hatte da extra was extra gesehen. Aber da war wohl auch mehr der Wunsch der Vater des Gedankens. Habe ich gar nicht wirklich extra was gesehen, sondern war nur eine eingebildete Sichtung. Joho. Jetzt muss ich aber dringend mal wieder hier was schnabulieren. Damit auch die Herzen wieder komplettiert werden. Ganze Herzen, mit alles voll mit Herzen. Ich bin sehr für das Symbol der Liebe. Auch in Minecraft. Damit auch in Minecraft. Denn Liebe macht alles gut und damit auch in Minecraft alles gut wird, braucht man so viele Herzen wie möglich. Immer. Immer. So. Noch mehr ein bisschen Eisen hier. Ich glaube, ich habe jetzt mehr Eisen als Kohle. Ich habe 41 Eisen, aber doch mehr Kohle. Na gut. Okay. Gut, 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 gut. Wollen wir es übertreiben auch hier mit der Höhlentour? Oder gehen wir, schnuppern wir mal nur mal so rein und sagen, oh, wenn wir so ein bisschen ein paar Stacks haben, dann lassen wir mal gut sein fürs Erste. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wie ich jetzt hier verfahren will. Die Rüstung hat ja auch schon ein bisschen, weil ja die, ich bin ja nicht so der Kämpfer. Da haben die Skelette und die Zombies haben mich ja auch schon ein bisschen verrückt gemacht. Ein bisschen kaputt auch. Oh, oh, da geht's runter. Aber da geht's böse runter. Aber wenn ich das so sehe, da kriege ich aber ein bisschen Angst auch. Da kann ich auch nicht einen hinsetzen. Der geht auch, den darf ich da auch nicht weg. Da geht's auch runter. Zack, seht ihr, runter geht das da. Na gut, dann sind die wohl verloren für immer. Bis ich da unten angelangt bin, sind die ja wohl weg, ne? So, die Frage ist, will ich gleich wirklich mit Spitzhacke hier, mit dieser, mit der Diamantspitzhacke hier oben schon Tätigkeiten entfalten? Oder will ich
Will ich mir jetzt sagen, hier Ende im Gelände, oder aber will ich mir mal eben eine Werkbank craften und eine Werkbank craften und einen Ofen craften, und will ich dann vielleicht mir eine Eisenspitzhacke bauen? Man weiß es nicht. Wofür werde ich mich entscheiden? Das ist noch nicht so ganz klar, was ich jetzt hier so fabrizieren werde. Ist nicht so, da weiß ich noch nicht. Mache ich jetzt noch einen Ofen oder so und eine Werkbank und schmelze mein Eisen schon mal irgendwie. Das ist zu viel, so viel brauche ich nicht zu schmelzen. 1, 2, 3, so 1, 2, 3, 4, zack. Wenn hier keine Kohle, bitte verschwenden. Und mit der Diamanthacke möchte ich, glaube ich, Kohle jetzt hier nicht. Nein, dafür ist die mir zu schade. Muss mal ein Schlückchen trinken. Ist ja Nacht, ne? Da wird gleich wieder hell. Muss ja schon längst getrunken haben eigentlich. Ja, ich denke mal, 2 Eisen, 3 Eisen sind jetzt gleich schon mal durch. Zack, die brauche ich für eine Spitzhacke, die ich mir jetzt baue. Gut, dass ich Stickies quasi noch, Kohle nicht hier, komm, Stickies dabei habe, ne? Da kann ich nämlich mir einfach eine neue Spitzhacke craften. Zack. Und das nehmen wir auch mal gleich mit hier. Im Zweifel schmeißen wir es noch weg. Aber erstmal, während der Ofen da noch vor sich hin glimmt und anderes Eisen schmilzt, ne, machen wir mal hier ein bisschen Klarschiff, was die Kohle angeht. Das war ja jetzt gar nicht so viel Mist. Ja, noch 3, ne? Ja, 18, na, noch ein bisschen können wir noch hier mal gucken auch. Hier geht es ja wieder ein bisschen runter. Auch da ist noch mehr Kohle. Und auch Lava sehe ich unten dort schon sein. Das machen wir hier mal ein bisschen weg schon mal. Und dann gucken wir nachher nochmal nach dem Ofen, bevor wir endgültig weitergehen. Soweit wir hier kommen, machen wir schon mal alles weg hier. Gucken uns ab und zu mal ein bisschen um. Vielleicht nicht, dass hier böse Kreaturen den Tiefen der Höhle entspringen. Das ist ein Insider, den könnt ihr nicht verstehen, deswegen lasse ich ihn. Zack. So, da auch noch ein bisschen was. Hier einsammeln auch. Da ist noch ein bisschen Eisen. Vielleicht kommen wir an das Eisen auch noch ein bisschen ran. So, vielleicht. So, ja. Der ist. Oh, da ist noch mehr Eisen. Eieiei, Eisen. Eieiei, Eisen. Eieieiei, Eisen. Das ist alles mein Eisen. Ja, das ist mein. Be mine. Be cool, be mine. Don't be sein or someone else's. Just be mine. So, jetzt stehen wir wieder an einer Weggabelung. Es geht rechts lang, es geht Lava lang und es geht da lang. Wir gehen da lang. So, weil ich vermute, glaube, befürchte, dieser Weg ist nicht so lang. Aber der hat noch wieder auch, hier hat er auch wieder eine Kreuzung. Und, aber egal, da gucken wir nochmal eben, was denn da, irgendwelche Kreaturen, nein, da gucken wir auch nochmal eben, dass wir das Eisen da vielleicht ein bisschen runterschaufeln können schon mal. Ah, da oben ist noch ein Eisen. Das habe ich wohl gesehen. Ich gebe wohl Acht und Obacht. Oh, hier kommt und oh. Oho. Ich dachte mir eigentlich, dieser Weg wäre nicht so. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das ist aber eine Höhle, wa? Ich bin noch nicht mal tief. Ich bin, glaube ich, noch über der Oberfläche. Nicht ganz. Aber tief bin ich auch nicht. So. Und ich habe schon so viele Höhlengänge gefunden. Ich habe sie empathisch wahrgenommen, die Höhlengänge. Ich habe gleich gewusst, hallo, dem Höhlengang, dem geht es nicht so gut. Der hat eine leichte Depression. Nein, ich habe sie nicht empathisch. Ich habe sie, Worte verloren. Mehrere sogar gleich. Doof. Schaufel nehmen. Gravel kaputt hauen.
Gravel wegmachen, damit Kohle freigelegt werden kann. So besser ist. Und hier gegen Feuerstein haben wir auch nichts. Und deswegen bauen wir hier auch mal die Kohle ab. Da ist noch ein Feuerstein. Ich mache euch auch mal Licht hier, damit auch ihr daran teilhaben könnt, was ich hier so baue. Wegbau, Abbau. Oh, da ist aber eine ganze Ecke Kohle. Das ist ja seit 1.8 also auch tatsächlich sehr, sehr viel geworden, was man in Höhlen an Kohle findet. Das ist wirklich... Früher war das ja alles. Früher war alles anders. Ob das jetzt besser war, aber anders. Anders war es in jedem der Fälle, die mir so einfallen. Und noch mehr Kohle zum Mitnehmen. Kohle to go. Können Sie mir das einpacken vielleicht hier? Die Kohle to go. Nein, nicht einpacken. Was ist denn das hier für ein Service? Nicht mit mir, dann will ich die auch, die will ich nicht weiter noch mehr gucken. So, hier sind wir durch. Das ist schön. Ich hätte mir so Gänge, wo ich nicht lange latsch bin, bis in die untersten Tiefen, hätte ich mir vielleicht mal marokkieren können. Aber egal. So, noch mehr Kohle. Noch viel mehr Kohle. Hauptsache, da kommt kein böses Biest, was mir das Leben vermiest und schwer macht und mich kaputt. Und ich muss dann neu spawnen an einer ungewollten Stelle, wahrscheinlich neben dem Bett oder so. Und nachdem ich neu gespawnt bin, muss ich hier wieder hin flitzen, ob was mir gerade einfällt. Zombies und Creeper und Skelette und Spinnen werden doch Pferden nichts tun. Ich meine, sonst hat das Pferd in erster Linie erstmal schon mal Pech gehabt. Aber weil das war ja nun nachts alleine draußen. Das soll man ja auch nicht machen, nachts alleine draußen. Da muss man halt auch damit rechnen im Zweifel, dass da was passiert, ne? Jetzt wollen wir mal hier lang. Hier ist ja gar nichts mehr. Da haben wir den Gang ja schon zu Ende erforscht. Dann gehen wir mal, gucken wir mal, wie es denn hier so lang geht. Hier waren wir im Zweifel noch nicht. Da ist aber ein, unten waren wir aber schon ein Durcheinander. Ist das hier an Gängen und Verzweigungen? Aber ich würde sagen, auch hier können wir durchaus ruhigen Gewissens sagen, ja, lass doch. Lass doch. Oh, dann wollen wir mal hier jetzt wieder zurück. Zack, 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 zack. Und uns um diese Kohle nochmal kümmern. Ui, da bin ich ja da. Den hatte ich nicht gesehen, dass da runter geht. Ich bin jetzt auch froh, dass da nicht mehr war. So ist die Frage. Gehen wir da noch lang? Gehen wir dem da entlang? Gucken ab und zu mal ein bisschen in der Gegend rum. Da nicht so bösartig. Das wollen wir ja vermeiden nach Möglichkeit. Da noch irgendwo. Oh, da geht es auch noch. Oha. Demnächst können wir auch dann nochmal wieder nach dem Ofen gucken. Ist auch immer andere Musik, bitte. Andere Musik. Das der Tetris, C64 Tetris ist immer gut. Auch die Musik dazu. So, natürlich. Natürlich. Und der Remix auch. Ich weiß gar nicht, das ist ein Remix. Ja, das ist ein Remix. Der ist sehr schön. In der Videoinfo gibt es übrigens ja einen Link zu einer Seite, wo man ganz viele Remixes von alten C64-Spiele-Songs finden kann. Guckt einfach mal, wenn ihr ansatzweise Interesse habt, dann guckt doch einfach mal nach. Vielleicht kannte der eine, kennt ihr die Seite ja auch schon. Und wer nicht, ist auch, dann kennt er sie jetzt, ne? Selbst, also da kann ich jetzt nicht ändern. Dann guckt halt in die Videobeschreibung, ne? Dann werdet ihr schon wissen, was zu tun ist. Da muss ich jetzt nicht erwähnen, ihr braucht ein Flash-Plugin und dieses und jenes und mit Speichern unter ladet ihr runter und dieses und jenes und welches und überhaupt und anders und sowieso. Das muss ich euch nicht sagen, ihr kennt euch da aus, ihr kennt euch da besser aus, ne? Besser noch als ich, so viel besser wahrscheinlich. Damals zu meiner Zeit, da gab es ja das Internet noch nicht. Das ist ja, Internet ist ja für mich so auch alles Neuland. So, es gibt jetzt auch schon eine neue Version vom Internet, habe ich gehört, die 2.0. Alles auch noch neueres Neuland als das sowieso schon vorhandene alte Neuland.
Bin ich jetzt hier richtig? Ja, also zurück zum Ofen. Zurück zum Ofen. Ich glaube, jetzt haben wir hier so alle Zweigstellen haben wir hier abgegraben. Also zurück zum Ofen. Die Musik muss noch ein bisschen lauter. Ach, obwohl, das kann ich ja nachher auch beim Zurechtmischen machen. Mir ist aufgefallen, wenn ich das zurechtmische, ist die Musik immer lauter, als sie nachher, wenn das Video bei YouTube hochgeladen ist, tatsächlich ist. Oh, hier habe ich mich wohl vertan.